So, das sollte den Verkehr etwas entlasten. So. Polizei. Kredit aufnehmen. Bauen wir die Feuerwache gleich mal aus. Wir warten auf Kohle. Bestimmt Patientenraum bauen. Ja. Gesagt, getan. So, die Polizei noch ein bisschen ausbauen. Da warten wir noch einen Moment. So. Dann wechseln wir in die globale Ansicht. Und zwar schicken wir einfach mal übertrieben so viele rüber. Ja. Und gleich schauen wir mal, ob es funktioniert. Abfuhr fehlt mir hier nur. Schicken wir auch gleich rüber. So. Bauen wir hier noch ein paar Parks einfach mal wild umher.
Oh ja, 50.000 Geld gut gebrauchen. Polizeiwache. Polizei. Wirklich sehr schön. Die amerikanischen Wagen. Aber es steht Polizeiwache drauf. Das ist, finde ich, sehr gut. Feuerwehr. Wunderbar. Schön eingedeutscht. Bis ins kleinste Detail. Der Auftrag müsste gleich erfüllt sein. Erfüllt. Geld bekommen. Was will man mehr? Da kann ich jetzt ein paar Gefängnisse bauen. Und jede Menge Autos. So. So, genug Feuerwehr, Polizei, ja, ist okay. Krankenwagen haben wir auch genug. Für den Rest ist gesorgt. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal rüber. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Gut, okay, also die Stadt bewegt sich nur, wenn man auch aktiv vor Ort ist. So, ich brauche jetzt keine Feuerwehr, keine Polizei, keine Krankenwagen, um zu sehen, ob das funktioniert, dass die jetzt rüberkommen. Derzeit, wo wir warten, können wir die Straßen ausbauen. Warum ich das ausprobiere, fragen sich vielleicht einige. Wenn die andere Stadt jetzt eingefroren ist, weil wir nicht vor Ort sind. Da habe ich mir die Frage gestellt, kommen dann trotzdem die Feuerwehr, Kranken- und Polizeiwagen hier rüber und die Müllwagen? Oder muss der Spieler aktiv gerade in seinem Gebiet spielen, damit wir seine Fahrzeuge auch bekommen? Weil das würde heißen, dass man immer darauf zu achten hat, dass derjenige gerade da ist. Weil brennt es bei mir und ich sag mal, ich habe abgemacht, ich baue die Feuerwehr, er baut die Polizei. Und
bei mir brennt ist und er ist gerade nicht da, er ist nicht online, dann ja, fackelt bei mir alles ab. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. So, fast fertig. Das war's mit den Straßen. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, ja, auf einen Brand. Nun warte ich darauf, dass es brennt.